So, Freunde, machen wir mal Attacke. Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Herzlich willkommen zum zweiten Lauf der Hove Sim Racing. Ja. So muss das. Scratchy, wunderschönen guten Abend. Grüß dich, moin. Ja, Freunde, ihr habt es wahrscheinlich erkannt oder gesehen oder auch nicht gesehen oder nicht erkannt. Sei es, wie es soll, sein muss, wie auch immer. Wir sind auf Valencia heute Abend zu Hause, Freunde. Also Valencia, eine Strecke, die hier bis dato auf dem Kanal doch mehr oder weniger sehr, 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 sehr selten erschienen ist. Das ist korrekt. Deswegen freue ich mich drauf. Valencia. Einige mögen sie, die anderen sagen, oh ey, lass mich bloß mit dem Asphalt da in Ruhe, da will ich gar nichts zu tun haben. Aber wir schauen mal. Also was ich euch auf jeden Fall versprechen kann, Freunde, heute Abend ist nahezu volle Hütte. Volle Hütte, Mensch, Meier. Hier 47 Piloten sind am Start. Deswegen, wir müssen auch ein bisschen Gas geben. In Anführungszeichen Gas geben, weil... Wobei, eigentlich haben wir gar keinen Stress. Eigentlich haben wir gar keinen Stress. Ich glaube, es geht um 8 Uhr ins Quali rein. Deswegen alles tiefenentspannt. Also, vielen, vielen Dank natürlich vorab an die Partner und Sponsoren der Hove Sim Racing da im Background. Ganz, ganz geiles Thema, definitiv. Bitte bleibt dem Thema treu und macht weiter wie bis dato. Ist eine richtig, richtig coole Nummer. Ja. Ansonsten bei mir ist so ein bisschen, ja, ich hänge so ein bisschen in der Schwebe gerade, aber gut, das ist ein Zustand, der wird noch einen Moment anhalten, aber nichtsdestotrotz, deswegen müssen wir ja trotzdem hier weitermachen, was das betrifft, zumindest dahingehend den Formaten, den Communities, denen wir zugesagt haben, müssen wir natürlich bedienen, das ist klar. Yankee, einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen, mein lieber Breuer. Breuer, vielen, vielen Dank für deinen Primary Sub, mein Lieber. Willkommen zurück im 10. Kuss geht raus. Dankeschön. Yankee, Digga, wie geht's dir? Schön, dass du bist. So, wir haben noch in Erinnerung, Freunde, dass die Hove Sim Racing in 3 Kategorien unterwegs ist. Vor 14 Tagen, ergo 2 Wochen, mein lieber Marcel, grüß dich, gute Mosche, war ja der erste Saisonauftakt von der Saison Nummer 3. Der war auf dem Nürburgring stattgefunden, wenn ihr euch erinnern könnt. Und ich habe euch damals ja schon erzählt, die Hove Sim Racing ist in 3 Kategorien, in 3 Klassen unterwegs, was das betrifft. Und das möchte ich ja ganz gerne als Einleitung nutzen. Da werden wir kurz drüber schauen, drüber blicken, was das Thema betrifft. Einmal die sogenannte Gold-Fahrer-Wertung. Da hat Max Florenz ganz, 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 ganz weit vorne die Nase vorne gehabt. Gitter, ey, wunderschönen guten Abend. Der hat das Thema gewonnen. Philipp Groß P2, Michael Pirichheim auf der 3, Daniel Anderson 4, Jonas Zeus auf der 5, der Grieche, wenn ich ihn richtig erkenne. Skittl, vielen, vielen Dank für dein T1-Sub, mein Lieber. Dein Resub, willkommen zurück im 4. Dankeschön. Never Lift, mein Guter, damit ein wunderschönen. Ja, das ist richtig, Diggi. Also, das ist die Goldwertung, die Top 5 haben wir eben gerade genannt. Das ist die Silverwertung. Da führt Daniel Arning das Thema an. Florian Wilme auf der 2, Sandro Conradi auf der 3, Detlef KP4, Jens Alusa auf der 5. Ja, ganz tiefenentspannt, das ist absolut überschaubar. Das ist die Bronzewertung, Freunde. Da hat die Nase ganz weit vorne der Alexander Rütz, dann Alex Langhorst, Andra Dovracek sowie Christian Richter an der 4 und der Kollege Pfaffenroth auf P5 gelistet. So, können wir vom Prinzip bei jederzeit einblenden. Ihr kennt es aus dem normalen Thema heraus. Dann würde ich sagen, let's go mit dem Trailer. Dann spielen wir noch kurz den Soapbox-Trailer mit ein und dann rauf auf den Server und gucken, wer, wie, wo, was da. Wie gesagt, 47 Teilnehmer. Da werden wir auch in der Fahrerpräsentation einen kleinen Moment brauchen. Aber Kopf in Nacken, losspacken und Attacke. Viel Spaß mit dem Trailer der Hove Sim Racing.
Ah, der Rüdi! Gute Mosche. Wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen. Insane ist in der Haus. Der Matthias, Grüße gehen raus an Hof, ist auch mit vertreten. Herzlich willkommen. Kleiner Kampfzwergel. Einen wunderschönen guten Abend. Grüß dich. Moin. Jawohl, das war der Trailer von Hove Sim Racing himself. Jetzt haben wir noch den Trailer von Soapbox als solches, einer der Partner und Sponsoren. Wie es der Name sagt, Soapbox Waschstraßen Company ist das in Summe. Viel Spaß. Dieser Livestream wird euch präsentiert von Soapbox, eurer Waschstraße zweimal in St. Augustin. www.soapbox-augustin.de. Kurz, knapp, schmerzlos. Kui Joker, einen wunderschönen guten Abend. Grüß dich, moin. So, von der Attacke rauf auf den Server. Schauen wir uns das Thema an. Wie es denn dann aussieht in voller Formation, hätte ich gesagt. Also, Philipp Groß, Fortune Hunter Racing mit dabei heute Abend. Jawohl, die Jungs und Mädels von Fortune Hunter The Racing sind auch sehr massiv vertreten in Anzahl. Max Florenz, momentan Gesamtführender aus dem Vinari Racing Kader im AMG der Gold-Kategorie. Das ist Michael Pirichheim vom Team Schwarzbierbude im BMW M4. Johannes Zeus vom Team Schwarzbierbude, ergo der Teamkollege von Michael Pirichheim. Daniel Anderson im McLaren vom HyperX Racing One Team. Der Wolfgang Busch vom Fuchs Racing Kader, ebenfalls im Mercedes unterwegs. Pierre Meyer vom Team Playstube im Audi 8. Dann Tobias Martini von Martini Racing im Porsche unterwegs. Der Peter Lindner sitzt in dem Fefe vom CDS Digital Motorsport Kader. Der Gerd Binder im Fefe für B&B Racing. Der Klaus Jäckel für Soapbox Racing im McLaren. Jeff Everts, HyperX Racing One im McLaren. Dann der Christopher Schmidt für Vinari Racing im M4, Pierre Brückner für GSE Racing Esports im Lambo, Daniel Arning für GSE Racing Esports im Porsche, Matthias Wegel für Hovesim Racing im Porsche, jawohl, Remo Kipfer für Panther GT Racing, der Schweizer im M4 unterwegs. Dann der André Schwarz, BNB Racing im AMG, Stefan van Kempen, Vinari Racing im FIFA, René Moldenhauer für RM Motorsport im Porsche, Patrick Schröter, Hove Sim Racing im Honda NSX, Alexander Rütz für DOD Racing, der Österreicher im Porsche am Start, Christian Lautenbach, Vinari Racing M4, Chris Heyer für HyperX Racing 2 im McLaren Detlef Keep, Hove Sim Racing im Porsche, Sebastian Brocke, Team Schwarzbierbude im M4, Alex Langhorst für Peugeot Liefer Service Kiel, im Fefe, Peter Buchholz für Soapbox Racing im M4, Danny Anwand, Panther GT Racing S3 im BMW M4. Nick Kleefeld, Fortune Hunter Racing im Lambo, wie sollte es auch anders sein? Beim Herrn Kleefeld, Grüße gehen raus an den Nick. Dann Konstantin Karl für Mantai EMA im Porsche unterwegs. Christian Richter, Fortune Hunter Racing im Lambo. Daniel Hummel, Fortune Hunter Racing ebenfalls im Lambo. Ebenfalls die Grüße, die rausgehen. Dirk Nees für Wippermann Racing im Porsche. Florian Wilmer. Die Petrol Brothers, da sind auch schon die Grüße reingekommen vom Coin Joker. Grüße an die Petrol Brothers. Habe ich gerade Petrol Hunters gesagt? Ich meinte natürlich Petrol Brothers. Ja, Florian Wilmer. Mario Elderly für Whiskey Fuel Racing. Auch eine sehr geile Teamkonstellation. Whiskey Fuel Racing, also der wird nicht mit Sprit betankt, sondern mit Whiskey. Im Porsche der Mario Elderly am Start. Frank Moritz für www.pejasliefer-service-kiel.de. Jawohl, dann haben wir, genau, Moritz sitzt da im M4. Dann der Thomas Geffert für Soapbox Racing im AMG unterwegs. Jakob Hausinger fürs Team DOD Racing Hove im M4. Daniel Pay für DOD Racing ebenfalls im M4. Stehen die da ineinander oder was? Das sieht komisch aus. Pass auf, das sind zwei Fahrzeuge eigentlich und die haben genau dieselbe Teamlackierung. Nee, den 39er sehe ich nicht. Hä? Ist egal, muss ich nicht verstehen. Alexander Cruz für Panther GT Racing im Wefe. Dann Michael Weber für Soapbox Racing im Porsche. Michael Haaf für Fortune Hunter Racing im Lambo. Sandro Conradi für Wippermann Racing im Porsche mit der 333 als Startnummer. Das Sven Euskirchen. Rockgear Racing im Audi 8. Marcel Sauer für Hove Racing, Sim Racing im Porsche. Genau, die paaren sich gerade. Jürgen Hofmann für Orgi Coburg im Fefe. Daniel Hofmann für Hove Sim Racing im Fefe mit der Startnummer 21. Und dann haben wir noch den André Dovracek für Rockgear Racing im Porsche mit der Startnummer 992, Freunde. Und das sind 49 Piloten, mein lieber Dafunk. Schon einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen. Schön, dass du bist, mein Lieber. Und ja, Freunde, es gilt
gleich das Thema einfach nur zu genießen, die Daumen zu drücken, dass dementsprechend alle Teilnehmer hier ganz, ganz sauber und wirklich easy im besten Falle über Valencia kommen. Renndistanz beträgt 60 Minuten, wie auch schon im Opener, im Saison-Opener auf dem Nürburgring vor 14 Tagen. Gleiche Rules auch hier, die angewandt werden, das heißt 20 Minuten ist das Pitstop-Window lang, also das Boxenstop-Zeitfenster, ergo die Boxengasse nur 20 Minuten geöffnet. Das heißt, bei 60 Minuten Renndistanz, ab 20 Minuten geschaffter Renndistanz, öffnet das Boxenstop-Fenster als solches oder wird die Boxengasse eröffnet und bleibt offen bis zu 40 Minuten geschaffter Renndistanz, um nicht zu sagen um 20 Minuten restlicher Renndistanz, dann ist die Boxengasse geschlossen. Mein lieber Nils, wie geht's dir? Schön, dass du bist, Mann. Real Talk. Also, die Fahrer sind gerade im Briefing. Werden dann nochmal, ich will nicht sagen geschult, weil ich glaube, schulen musst du die Piloten nicht mehr. Aber das eine oder andere, den ein oder anderen Aspektpunkt, der wird dann nochmal kurz auf den Tisch gebracht, zur Sprache gebracht. Und dann geht's auch demnächst relativ zeitnah dann schon los. Heute die Teeparty. Micha, grüß dich. Moin. Du hast dir gerade zur Hochzeit ein neues Auto ausgesucht. Ja, sehr schön. Glückwunsch auf jeden Fall nochmal nachträglich, Nils. Ist ja schon eine coole Nummer. Ein 2012er RS5. Oh ja, sehr schön. Ja, richtig, ja. Wenn nach dem Auto ein bisschen geschaut worden ist, dann hast du normalerweise gar keinen Stress mit dem Aggregat. Erstes Rennen auf dem Track. Ich glaube, Micha, da bist du nicht der Einzige. Das wird ganz, ganz vielen so gehen. So, das haben wir eingestellt, das haben wir eingestellt. Eine Sache muss ich noch einstellen. Live-Speed, jawohl, haben wir. So, jawohl. Ja, mega. Den Knopf brauchen wir, jawohl. Den brauchen wir, den brauchen wir. So. Huch. Man sollte auch die Logos einblenden. Jawohl, jetzt klappt es auch mit dem Nachbarn, habe ich gehört. Boah, jetzt bei euch auch so. Wie sagt man hier? Dünstig. Also nicht schwitzig oder schwül, sondern. Dünstig? Weiß ich schon gar nicht mehr. Oder es kommt mir nur so vor, weil das Studio gerade wieder extrem warm geworden ist. Wer weiß. Aber du weißt ja, wie es ist, Micha, ne? Du kannst sämtliches Format eigentlich nur mit Training kompensieren. Okay, ein Fahrer haben wir jetzt verloren. Oh, das war Gerd Binder. Der hat, glaube ich, nochmal einen Rejoin gemacht. Dämpfig, jawohl, danke schön. Dämpfig, sagt mir hier im Kreis mehr oder weniger, ja. Es ist nicht so, dass die Leute hier im Kreis sitzen, versteht mich richtig, ne? Sondern man sagt hier zu schwül, dämpfig. Dämpfig, sagt man ja. Jawohl, der gelbe Fefe, das ist Gerd Binder, der ist rejoined, das hat gepasst.
Ach, und da ist der Herr Pfaffenroth. Jawohl, Freunde, die 50 Teilnehmer sind voll. 50 Teilnehmer im zweiten Durchgang der Hovesim Racing zum Saison. Mehr oder weniger Start der Season 3 im zweiten Durchgang am heutigen Abend. 50 Teilnehmer. Das kann was werden. Ich bin schon vorgewarnt worden. Achtung, Bloody T1, könnte kriminell werden. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Gehen wir mal kurz hier die Trackmap einblenden. Ja, mit dem Standard-Overlay. Das ist die Strecke. Freunde, ihr werdet jetzt bitte nicht von mir verlangen, wie die Kurvennamen sind. Die Kurven, das ist übel. Das ist richtig übel. Jetzt mal ohne Witz. Da sind so Dinger wie Curva della Afficion dabei, Angel Nieto, Dohan, Nico Terol, Aspar. Das ist übrigens die erste Kurve, die... ist eine Linkskurve nach Start und Ziel. Jawohl, die 90 Grad oder fast 90 Grad Linksecke, das ist Aspar. Dann kommt Kurve 2, das ist Dohan. Der dritte Rechtsknick, Linksknick, so rum der Schnelle. Der hat keinen Namen. Dann kommt Nico Terol, der Rechtsturn, Kurve 4. Dann 5, 6. 5 hat wiederum keinen Namen. Angel Nieto ist Kurve 6. Kurve 7 ist Curva della Afficion. Das ist dieser ultraschnelle Linksknick, wo es dann ins Infield mehr oder weniger hineingeht oder Infield fortgesetzt wird, sagen wir es mal so, Richtung Bernard Martinez, das ist Kurve 8, dann 9, 10, 11, die haben alle keine Namen, die 12er Kurve ist der Turn rechts rum, das ist Champieros, Herrero, so rum, und dann geht es über den langen, langen, langen Linksbogen, das ist Kurve 13 in Richtung der Fast-Herpin, Adrian Campos. Also, das sind die Kurvennamen mal so ganz grob angerissen hier auf Valencia, aber ich werde einen Teufel tun und die im Rennen dann nochmal vorlesen oder beziehungsweise im Hinterkopf behalten. Das ist ja sowas von, das sind halbe Zungenbrecher stellenweise. Major Nick, einen wunderschönen guten Abend, grüß dich mein Lieber. Ja, geht super, geht Wahnsinn, geht ja, super, ja. Hast du gerade Urlaub, da Funkschuhen, oder bist du da, was heißt Urlaub? Flitterwochen, meinte ich, so rum. Hast du Flitterwochen gerade, oder voll durchmalochen wieder hier? Justamente. Der ein oder andere fährt noch mal kurz raus ein paar Meter. Ist vollkommen legitim. Wir haben noch maximal 4 Minuten. Sari Tyler, wunderschönen guten Abend. Grüße dich, moin. Und dann wird direkt geskippt in die Qualifikation hinein. Ja, genau. Drei, ja gut, je nachdem, wie schnell die Uhren laufen. Weißt du, ich mein, kleiner Kampfzwerger. MK Racing, grüße dich. Wunderschönen guten Abend. Geht nach deiner Uhr? Okay. Dovracek ist auch nochmal unterwegs hier. 1-2 Minütchen. Ja, und ein 2er Porsche, der vom André da pilotiert wird. Die letzte Linkskurve, diese Fast Hairpin. Raus auf Start und Ziel, das ist Valencia. Ja, man geht sogar in den sechsten Gang. Trainingszeiten waren irgendwas um die 1,30, glaube ich, im schnellsten Format, wo ich gesehen hatte. Ja, 1,30 Mitte.
Schauen wir mal, was das wert ist, ob wir im Quali vielleicht sogar unter 1,30 sehen könnten. Aktuell 27 Grad, 21 Grad in der Außentemperatur. Bin mal gespannt, was die Quali-Session da gleich mit sich bringt. Ansonsten bis zum Montag, Lena Kampfzwergerl. Yankee, mein Lieber, vielen, vielen Dank für deinen T1 Resub. Willkommen zurück im 10. Mensch, Kuss geht raus. Dankeschön. Whippet Racing, vielen Dank für den Follow. Wunderschönen guten Abend, Grüße. Thanks for following. Good evening. Nice to get you here. Welcome to my stream. Ja, 1,30 war zumindest die Dataaufzeichnung aus dem Free Practice, Scratchy. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Auch wenn Max Florenz fährt oder fuhr nochmal raus. Jawohl. Ganz dezenter Sessionwechsel. 20 Minuten Qualifikation. Attacke. Oh, Freunde, ich habe mir vorhin einen Burger gemacht. Ey, Fragen in der Sonnenschein. Der war richtig, richtig. Egal. Themawechsel, Freunde. Quali ist gestartet. Erste Runde ganz locker zum Eingrooven für die Teilnehmer. Hier haben wir Daniel Anderson im Bild. Der McLaren-Pilot mit der Startnummer 48. Aber wird da gleich mal schon so ein bisschen gescheucht hier von dem M4 dahinter, ne? Magier und Zauberer. Oh, jetzt geht's aber los hier. Aber denk dran, Scratchy, wir sind nicht irgendwie in Hogwarts unterwegs oder dergleichen, ne? Freunde, wenn irgendwas zu laut oder zu leise ist, gebt mir kurz eine Info, kriege ich auf jeden Fall geregelt. Meine Herren, jetzt gehen diese Sprachfehler schon wieder los, ey. Snadram, das Schnabel. Oh. Ja, by the way. Einige von euch haben es gesehen im Streamplan, andere noch nicht. Ich bin ab morgen das komplette Wochenende nicht im Lande. Ich werde zu meiner Tante und zu meinem Onkel fahren, weil dort mein Junior hinkommt. Und ja. Deswegen, da bin ich dann jetzt am Wochenende nicht im Hause. Also da stehen maximal noch zwei Autos in der Box, ne? Ein bisschen mehr, vier. Alter, Freunde, 50 Teilnehmer. Ja, so weit ist jetzt nicht, Scratchy, so weit ist jetzt nicht. Ich muss in die Richtung Nürnberg. Kratzi 81, ja, warum auch nicht, ne? Oh. Später gebremst, deutlich später, der Mac ist hinter dem Alexander Cruz, dem Fefe-Piloten im Vordergrund. Ja, sieht so aus, als wenn Daniel Anderson wirklich den Anfang macht. Mit dem Service die erste Zeit zu kredenzen. Ist auf Start und Ziel. Wo bleibt der Tacho stehen? 30, 30, 31, 30, 30, 8, Freunde. 30, 8, 6, 2 für Daniel Anderson. Jonas Zeus auf der 2. Neuer Polesetter. Michael Pirchheim 30, 5, 9, 0. Pirchheim fährt 30, 5, 9, 0. Florian Wilmer P4, 32, 2. Jetzt P5, jetzt P6.
Peter Lindner P4, 31,7, Klaus Jäckel 5, Moritz Falk 6, Florian Wilmer 7 gewesen, jetzt P9. Moritz, ja, da kommst du ja gar nicht hinterher. Freunde, das geht so nicht, das ist viel zu schnell. Pierre Meyer P4, neuer Vierter, ein... Oh, geht er weit. Meine, hui, wo wollte er denn hin? Ja, keine Ahnung, er wollte im vorderen AMG nicht ins Getriebe, in den Getriebetunnel da näher hineinlurke, wie er sagt, sondern sagt er, ich mach die Lenkung auf und fahr mal einfach 75 Meter weiter rechts. Kein Problem, kannst du machen. Pierre Meyer trotzdem P4, Philipp Groß P5 aktuell, dann Pierre Brückner auf P6, Wolfgang Busch auf der 7, Peter Lindner auf 8, Christian Lautenbach, neuer Neunter, 31,795 für Lautenbach, jawohl, Klaus Jäckel 10, Moritz Falk 11, Wilmer auf 12, Michael Haaf auf 13, Kleefeld jetzt P15, Moldenauer, sehr schön, René Moldenauer, neuer 8, 31,762. Freunde, die ballern da schon wieder Deltas in den Asphalt, dass einem schon wieder Hören und Sehen vergeht. Stefan van Kempen, neuer 6. 31,370. 70.000stel bräuchte er noch auf die Zeit von Philipp Groß auf P5. 30,590. Das steht zu Buche aus Sicht des Michael Pirchheim, aus Sicht des aktuellen Polesetters. Was für ein Ding. Scratchy Popeless. Oh, meine Herren. Ja, warum denn noch nicht? Neuer 7. Chris Haya über die Linie mit 31,387. Nochmal kurz zur Erklärung. Weiße Startnummerntafeln ist die Goldfahrerwertung. Neuer 3. Max Florenz. 30,812 für Florenz. Anderson auf P4. Philipp Groß, neuer Polesetter. 30,532. Großartig. Großartig. Der Fortune Hunter Racing Pilot. Geht mir ab wie ein Bach ins Gesicht. Gerd Binder, neuer 8er, 31,362 für den gelben Pfeffer. Das habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Jeff Evers, nice. Ich habe schon gedacht, Jeff, du kriegst es zeitlich nimmer hier. Ah, am Arsch die Räuber. Hat er geschafft. Jeff Evers, 30,805, neuer 3er. für Christopher Schmidt. Wäre P8, wenn es jetzt justamente vorbei wäre, aber nicht wo. Wir haben noch 14 Minuten, Freunde, in der Quali. Remo Kipfer P16, jetzt P17. Dirk Nies ist 14. 31,542. Ganz enge Kiste. Ganz, ganz enge Kiste. Tobias Martini, P23. Hört ihr eigentlich die Musik wenn im Hintergrund, wenn ich spreche? Nee, ne? Bitte nicht. 30,3! Warum machst du denn sowas, Herr Anderson? Ich glaube, wir haben uns mal darauf geeinigt, dass der Daniel Anderson heißt mit Nach... Ich weiß es aber nicht, mir ist egal. Bei mir ist es und bleibt der Daniel Anderson. Warum auch nicht? Ich habe immer so Matrix im Hinterkopf. Keine Ahnung warum, Freunde. Nagelt mich bitte nicht fest, ich weiß es nicht, aber Daniel Anderson ist schweinesackend schnell geworden, Mensch, Bub. 30,300 exaktamente. Also das, was vorm Komma steht mit der Null, hat er im Grunde den Nuller einfach nur vervielfältigt. Nach dem Komma. Mega. Pierre Meyer, 30,785 P4. Was haben wir hier? Sebastian Brocke P16, 31,517. 7000stel würden ihm fehlen Richtung P15, Richtung der Zeit des Alexander Rötz. Das stimmt. Die Strecke wird entgegengesetzt, dem Uhrzeigersinn gefahren, das ist korrekt. Daniel Hummel P17, Dirk Nees 18, Pierre Brückner 19, P20 für Christian Lautenbach, Matthias Weggel 21, 31,635. Genau, richtig. Das wollte ich euch nochmal sagen. Weiße Startnummerntafel ist die Goldfahrerwertung, Silber, wie es der Name sagt, die Silberkategorie und rote Startnummern sind Bronze, wenn ich es richtig im Kopf habe. Bitte korrigiert mich, falls ich falsch liegen sollte. Hier haben wir Konstantin Karl im Bild. Hast du da jetzt Wikipedia zitiert oder was, liebe Angel? Mario Elderli P42 mit 32,832. Daniel Hofmann muss uns noch eine Zeit präsentieren. 33,7 im letzten Umlauf. Die war allerdings ungültig gewesen. Dovracek, gelbe Flaggen, fährt hier mal durchs Kiesbett. 32,9 wäre P44.
Daniel Anling kommt rein. P35, 32, 202 für Anning. Peter Buchholz macht hier ein bisschen langsam, lässt da Platz zum freien Fahren der Hotlapper. Okay. 31,687 für Detlef Kep. Das sind die Zeitengleichheiten zwischen Remo Kipfer und Detlef Kep, Freunde. P26,27 Zeitengleichheit. Warum denn auch nicht? Freunde, 2000stel. Zwischen P17 und P18. Christian Richter auf 18 und Alexander Rützer auf der 17. Jawohl, Matthias Weggel nach vorne auf die 12. 31,190 für den Matthias Weggel. Chris Heyer auf 7, 30,857. Dann direkt dahinter Klaus Jäkel auf der 8, nutzt hier die Boxenzufahrt. Jonas Zeus auf 9. Machen wir mal ganz kurz die Abstände da rein, Freunde, damit ihr seht, wie höllenneng das ist. P14, die Top 14, keine Sekunde auseinander. Jetzt machen wir die Top 15 draus. Anderson ist Purple. Im ersten Sektor. Im ersten Sektor, ja, richtig, genau, richtig, ja. Wie viele Tore möchten Sie? Wir nehmen 6, kein Problem. Nehme ich mit. Bitte direkt eintüten, nicht zum Hieressen. Das war's mit Purple. Naja gut, der Porsche kann sich ja auch nicht in Luft auflösen, das ist auch klar. Und bei 50 Teilnehmern on track in der Qualifikation, da suchst du halt womöglich auch, wenn es dumm läuft, mal deine potenzielle freie Runde. Aber ich glaube, taktisch gesehen war es aus der Sicht des Daniel Anderson gar nicht mal so verkehrt. Tim, einen wunderschönen Abend, grüß dich, moin. Dass er da ganz, ganz früh rausgefahren ist, weil so hat er auf jeden Fall die Gewissheit gehabt, dass er im besten Falle ein oder zwei, also beziehungsweise eine Runde ganz klar, vielleicht sogar die zweite, einigermaßen frei nutzen konnte und fahren konnte. 31,007 bei Sebastian Brocke mit P9 macht uns den Bond-Style nach dem Komma. Großartig. Würde vor Johannes Zeus starten. Tobias Martini, P11. 8,5 Minuten, ein Ticken mehr noch. Immer lieber, wie geht's hier? Dirk Nees, P23, 31,542 für Nees. Moldenhauer P28, 31,762. Peter Lindner daneben stehen, P29, 31,782 gefahren, also 20.000stel. Auf P32, Florian Wilmer auf 31, Jakob Hausinger 34. Danny Anwand, P36, 32, 262 gefahren bis dato als persönlich beste Qualität. Ab Montag geht's an die Ostsee. Oh, mega. Wie lange machst du dann da hoch? Oder darüber, je nachdem, wo du halt herkommst, Tim. Thomas Geffert, P48 mit 33,995. Marcel Sauer, P43, 32,792, jetzt P44, Sven Euskirchen, P43, Thomas Geffert, neuer 42. Und Anderson bestätigt nochmal die Zeit, wie geht das denn? Fährt erneut 30,300. SF Sim Racing, grüß dich, moin. Alles gut, alles gut. SF Sim Racing, kein Kommentar. Ah, okay.
Ja gut, wenn du da aber eine Woche oder zwei im besten Falle rüber machst, ey, dann lohnt sich's auf jeden Fall, Tim. Also ich persönlich krieg mein Lenkrad gar nicht eingestellt. Ich habe den Beta-Key jetzt auch vor ein paar Tagen bekommen. Aber, keine Chance. Ich krieg's nicht eingestellt. Ich kann so nicht fahren, es geht nicht. Ich lenke einen Millimeter nach links oder einen Millimeter nach rechts und mir zieht's komplette Lenkrad bis zum Anschlag zu. Egal wie. Passiert nicht, wenn ich das Feedback komplett rausschraube. In-game. Aber dann kannst du, ich merke ja nichts. Wie soll ich denn so fahren? Das ist ja... Fahre bis zur Spitze von Dänemark 1100 Kilometer, aber auch nächste Woche, oder? Whippet Racing. Gerd Binder P13, 31110. Ah, du hattest schon Urlaub, ah, okay. Patrick Schröter, 19. 31.315 über die Linie. Also ich glaube, 31er Zeiten solltest du hier fahren müssen oder fahren können. Die letzte 31er Zeit haben wir hier bei Michael Haaf mit. Neue Polezeit von Philipp Groß, ich brech zusammen. Mega. 31.882, das ist die letzte Zeit von Michael Haaf, P33. Dann gehen die 32er los. 31er Zeiten beginnen bei Position Nummer 10, bei Sebastian Brocke. Und die neue Polezeit. Philipp Groß für Fortune Hunter Racing schlägt das gezeitete Format des Daniel Anderson um 78.000. Okay. Eine Schnapszahl, jawohl, Scratchy. Also Marsholm kenne ich jetzt nicht, aber Flensburg kenne ich. Alex on the Fly, wunderschönen guten Abend. Meinst du? Daniel Hummel, P26, 31.530. Was haben wir noch? Ticken mehr wie 3,5 Minuten. Wenn mein Berufsleben beendet ist, roundabout 10 Jahre, dann würde ich gerne an die dänische Grenze ziehen. Haus verkaufen und ab der Fisch. Ja, wem das taugt, warum denn auch nicht? Im Grunde kann das ja niemand vorschreiben, ne? Ob es jetzt machst oder nicht. Daniel Pay, P40, 32.397 von Pay. Ah ja, Mario Elderly, P43, 32.632 für den Mario. Ganz enge Kiste. Eieiei. 31.020 für Matthias Wegel auf P11. 31.067 für Tobias Martini auf P12. 31.095 für Stefan van Kempen auf der 13. Ja, aber das ist doch nice. Whippet Racing. Das ist doch cool. Das finde ich doch mega. Wenn man da einfach den Bezug dazu hat und dann auch da wirklich dann regelmäßig ist, warum denn auch nicht?
Groß Pole, Anderson 2, Everts 3. Philipp Groß schon wieder purple am Blinken. Ich sag mal ganz vorsichtig doch. Ist das Valencia GP? Ich glaube ja. Doch. Oder fahren die Bernard Martinez die Kurve 8? Fahren die mit oder fahren die geradeaus? Ne, die fahren nicht geradeaus. Die fahren das Infield mit. Das Infield. Doch, müsste sein. Nee. Valencia war da noch nie eine Stadtstrecke. Ja, die neue ist ein Stadtkurs. Aber der Alex on the Fly hat ja geschrieben, die alte F1-Strecke. Ja gut, okay, dann ist es nicht die Grand Prix, also die offizielle Grand Prix-Variante, weil die offizielle Grand Prix-Variante, das ist richtig, das ist der Stadtkurs. Das sieht man ganz gut an der letzten Linkskurve, an der Hairpin. Doch, es gab einen GP-Kurs am Hafen in der Stadt. Ah, okay. Quali ist vorbei. Wer noch auf dem Hotlap ist, darf diese zu Ende fahren. Ansonsten ist das Thema durch und abgewunken. Für den Philipp Groß ist auf jeden Fall schon mal Feierabend. Der steht in der Box. Daniel Anderson ist purple. Ist auf Start und ist jetzt nicht mehr purple. Das könnte eventuell, nein doch vielleicht. Ja, wo ist denn jetzt? Der hat nochmal Windschatten gespendet bekommen. Reicht nicht. 30-310. Und 30-300 hat er als Personal Bester stehen. Also, für Anderson bleibt P2. Jeff Everts eine Sekunde dahinter, hinter seiner persönlich besten Zeit. Das heißt, da wird es auch keine Veränderung geben. Pirchheim 4, Meyer 5, Jannis Zeus auf P6. Der schafft nochmal einen kleinen Sprung nach vorne. Für den Griechen. Schönes Ding. So, dann warten wir jetzt ganz kurz, bis die Session wechselt. Dann machen wir im Hintergrund das Starting Grid fertig. Hier machen wir schon mal die Race Gaps rein. Car-Number hoch, jawohl. Attackinski und dann schauen wir gleich wegen dem Boxenstopp. Also, einmal müssen sie rein in diesen 60 Minuten. Was sie machen, ist ihnen überlassen, in Anführungszeichen bezogen auf die Reifen. Ein bisschen nachgetankt werden muss, ja, aber ansonsten... Ganz easy. Trike Mike, mein Lieber, grüß dich. Wunderschönen guten Abend. Moin. Marius, wunderschönen guten Abend. Der Sui One ist auch in der Haus. Moinsen. Sehr schön. Ein Boxenstopp verpflichtendes Programm haben wir. Den wollen wir da kurz einstellen mit Schwupps, Klick, jawohl. Oh ne, da brauche ich ein bisschen mehr Zeit, das ist zu wenig. 3,5 Sekunden pro Target, das kriegen wir gewuppt. Das kriegen wir gewuppt, so. 19 Grad, Freunde. Vorhin hat man 27 Grad noch im Free Practice. Ich habe jetzt im Quali gar nicht aufgepasst, ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht mehr. 18 Grad Außentemperatur, 19 Grad im Asphalt drin. Das ist der gegenwärtige Stand der Dinge. So, das ist der Pole-Set, das ist Philipp Groß. Also bis dato läuft es richtig geil, Mario. So viel kann ich schon mal sagen. Balalu, grüß dich. Moin. So.
Achso, ich sollte auch auf Start drücken, ne? Ja, wunderbar. So. Das ist der Paul Zetter, das ist Philipp Groß, dann P2, daneben steht Daniel Anderson. Von der 3 dürfen wir Jeff Ewerts erwarten, daneben steht der Österreicher Michael Pirichheim. Dahinter in der dritten Startreihe Pierre Meyer von der 5 weg. P6 dann für den Griechen, für Yannis Zeus. P7 dann für Chris Haya. Daneben steht Max Florenz, Gesamtführender nach dem Sieg in auf dem Nürburgring. Stefan van Kempen von der 9 weg. Daneben steht Klaus Jäckel auf der 10. Sebastian Brocke von der P11. Dann ins Rennen auch starten. Live Racing TV. Wunderschönen guten Abend. Grüß dich, mein Lieber. P12 für Matthias Weggel. P13 dann für Tobias Martini. Daneben Wolfgang Busch auf der 14. Startposition zu finden. Gefolgt von Gerd Binder auf P15. Dann Christian Lautenbach von der 16 aus darf er ins Rennen starten. Pierre Brückner von P17. P18 für den nächsten Österreicher. Für Alexander Rütz. P19 für Christopher Schmidt mit der Startnummer 2 im M4. Patrick Schröter steht daneben an der 20. Startposition. Dann haben wir André Schwarz auf der 21. SG20 für die Startnummer 40. Okay, danke für die Info, Lena Kampfzwergerl. 22. Position für Peter Lindner. Nick Lefeld steht auf der 23. Dann P24 für Dirk Nees. Daniel Arning von der 25. Christian Richter steht auf P26. Daniel Hummel finden wir auf der 27. Startposition. Wird flankiert von Detlef Kiep an P28. P29 der Danny Anwand. Jawohl. Dann heute im Discord eingezogen. Okay, Remo Kipfer, der Schweizer, von der 30. P31 für Florian Wilmer. P32 für den Michael Haaf. René Moldenhauer von der 33. Geht's los. P34 haben wir den Moritz Falk. Dann P35 Konstantin Karl, flankiert von Jakob Hausinger, auf P36 startend. Peter Buchholz darf von der 37 los. Pierre, mein Lieber, grüß dich, moin. P38 für Sandro Conradi. Dahinter dann Michael Weber in der nächsten Startreihe. P39 Alex Langhorst darf von der 40 aus starten. P41 haben wir Alexander Kruse oder Alexander Cruz. P42 daneben Daniel Pay. P43 für Mario Elderli. P44 Thomas Geffert. P45 Position Sven Euskirchen, Marcel Sauer. P46, dann P47 für André Dovracek. P48 haben wir Daniel Hofmann. 49. Position, den Namensvetter, den Jürgen Hofmann, den Fefe mit der Startnummer 8. Und dieser flankiert von Friedrich Pfaffenroth an P50 mit der Startnummer 35 im Porsche. Also 50 Teilnehmer, Freunde, wollen hier gleich alle gefühlt als erstes die T1 durchfahren. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Dass es dementsprechend passt. Ja, das muss ja die Street-Variante sein, ne? Die Streckenvariante hier in Valencia. Und da ist es, glaube ich, ewig und 3 Jahre her gefühlt, mindestens, wo die Formel 1 das letzte Mal gefahren ist. Habe ich noch ein paar Sekunden, oder? Nee, habe ich nicht. Da geht's schon los. So, Attacke. Ich glaube, ich riskiere es trotzdem. Ich hole mir noch ganz kurz ein Eis aus dem Gefrierfach. Gleich wieder retour. Mikrofon, aber Bilder bleiben natürlich bayerisch. Ist klar, ne? Will ja den Rennstart nicht verpasseln hier. Oder so ähnlich. Ach so, generell meintest du ja.
Wie ist denn die Helicam hier? Kann man die gebrauchen oder ist die absolut Banane? Weißt du, Helicam, mal gucken hier. Geht das auch ein bisschen weiter weg? Meister Helikopter. Ja, das sieht doch schon mal ganz brauchbar aus hier, ne? Nee, das kann ich nicht. Also doch kann ich schon händisch, manuell, aber das sieht kacke aus im Stream, wenn ich das mit Freecam mache. Man muss wissen, Whippet Racing, ich habe 6 Monitore hier vor mir und ich steuere ACC über eine Zusatzsoftware vom Streamrechner aus. Also das heißt, ich habe im Endeffekt via Netzwerk, also sprich Tunnelformat, greife ich auf den Gaming-Rechner zu und steuere vom Streaming-Rechner aus mit einer externen Software ACC selber. Und wenn ich dort dann mit der Freecam arbeite, das sieht nicht ganz so geschickt aus, sagen wir es mal so. Aber technisch gesehen machbar, ja. Ja, alles gut, alles gut. Die meisten kennen das Setup hier, was vor uns passiert. Und die jetzt womöglich vielleicht uns jetzt erstmal kennengelernt haben, die wissen das halt nicht. Deswegen erzähle ich das halt immer mal wieder ganz gerne. Ampelanlage ist rot, Ampelanlage ist rot. Aber es geht jeden Moment los, wir drücken den Daumen. Da vorne die Ecke ist nicht ganz so breit. Oh, los geht's. Los geht's, grüne Ampelanlage, perfekt. Und es darf richtig schön in den Koffer reingedappt werden. Holgi, mein Lieber. Ah, da gibt's schon die erste Kollision, beziehungsweise den ersten Dreher. Boah, da hinten fliegen sie auch schon ab, meine Herren. Ja, das ist die erste Ecke. Das ist die zweite Ecke. Auch da wurde es zu eng für 3 weitere Teilnehmer. Mitunter Pirschheim, der involviert gewesen ist und war. Ich kann keine Kamera gerade wechseln. Die ganze Software hängt. Meine Herren. Jetzt kann ich wieder einigermaßen frei scrollen. Oh, Weggel ist ganz weit zurückgefallen. Matthias Weggel auf die 40. Position zurückgefallen. Es gibt immer mal wieder so ein bisschen Lackaustausch. Ist vollkommen legitim. Da sehe ich einen Frontschaden bei Michael Pirschheim am Auto. P18 ist er unterwegs. Sie macht die Motor, Freunde. Michael Pirschheim hat den Aeroschaden an der Frontpartie, an der Nase des BMW M4. Holgi, mein Lieber, willkommen zurück. Danke dir im Primary Sub im 10. Digi. Dankeschön. Ja, hinter mir hängen ja nochmal 2, Holgi. Also es ist nicht ganz so schlimm, wie sich's anfühlt. Daniel Anderson ist auf der 1, Philipp Groß auf der 2. Haben also da direkt mal vom Start weg gefühlt getauscht. Die Position, Jonas Zeus P3, Max Florenz 4. Pierre Meyer kommt rein, Jeff Ewerts bleibt draußen. Wird also neuer 5. Justamente. Jetzt lassen wir mal ganz kurz durch die Hose atmen. Wieso? Ach genau, Startnummer 40, stimmt. Da war es ja SG20 aus dem letzten Rennen auf dem Nürburgring war das gewesen. Daher die Strafe, die SG20, die jetzt justamente abgesessen wird von Pierre Meyer Ende der ersten Rennrunde. Oh, ist easy. Stefan van Kempen P6, Klaus Jäkel 7, Christian Lautenbach 8, Alexander Rütz auf 9, Tobias Martini 10, Gerd Binder 11, Patrick Schröter 12. Ja, das sind Kämpfe ohne Ende. Ich kann euch die gar nicht alle zeigen, weil ich gar nicht so schnell hinterherkomme, Mensch. Peter Buchholz hier, P26 vor Michael Haaf, hinter Michael Weber, dem Teammate. Weber im Porsche unterwegs mit der Startnummer 710, André Dovereczek P28 hinter Haaf vor Jakob Hausinger. Mario Elderli auf der 35 vor Konstantin Karl im Mantai Porsche. Florian Wilmer 38 auf der Jagd nach P37 nach der Position des Sven Euskirchen. Auch hier sehe ich einen Frontschaden, Freunde. Wie macht die Motorhaube? Genau. Fritt im Winter. Aber ansonsten, Holgi, geht's dir gut, mein Lieber. Auch Wolfgang Busch ist in der Box. Daniel Hummel ist auch aktuell dort zugegen gewesen.
Der hat aber einen Reparaturstopp gemacht. Der stand 22,2 Sekunden. Ein Fahrer haben wir verloren, Freunde. Ein Fahrer haben wir verloren. Auf der 47 wieder unterwegs, nach der SG20 absolviert, ist Pierre Meyer. Christian Richter auf der 43. Vor Nick Kleefeld. Oh, der hat auch richtig federn lassen müssen, Mensch. Kleefeld ist auf der 44. Vor ihm der Teamkollege und davor wiederum ist Friedrich Pfaffenroth oder Pfaffenroth, ja. Ich kann nach 2 Tagen wieder laufen und sprechen. Ich will gar nicht wissen, was du gemacht hast, Digga. Aber ich kann es mir vorstellen. So, Konstantin Karl vorbei an Mario Elderli. Den blauen Porsche. Oh, der hat aber auch ordentlich auf die... Einer links, einer rechts. Beide ganz spät gebremst. Aber da seht ihr, ganz massiver Lackverlust an der Heckpartie. Der Startnummer 73. Aber der Heckdiffusor ist noch fest. Haaf hat den 4-Kampf hinter sich. Also gegen Michael Haaf wird der 5-Kampf in Summe geführt. Swat, mein Lieber, grüß dich. Rammstein live in Berlin. Oh, sehr geil. Matthias Weggel ist damit involviert. Swat, mein Lieber, wie geht's dir? Schön, dich zu lesen. Ja, es muss. Sagen wir es mal so. 30-9-3-0 von Daniel Anderson. Der läuft jetzt da auf einen der Fortune Hunter Piloten auf. Das ist, warte mal, da muss ich ganz weit zurückscrollen. Das ist Daniel Hummel. Durch den Repair-Stop ans Feldende zurückgeworfen worden. Auch ein Wolfgang Busch ist wieder zurück auf der Strecke. 45-7 hat er gestanden. In zeitlicher Form. Dovracek vorbei an Hausinger. Hausinger kann kontern, da geht er sehr weit raus. Der André Dovracek im Porsche. Und Weggel! Voll optimistisch. Voll optimistisch. Matthias Weggel hat sich da volles Möhrebröt reingebremst. Meine Herren, ey. Eckart, tu das Note. Ja, tut's. Ja, das ist die Retourkutsche. Das ist die Retourkutsche gewesen von Jakob Hausinger. Der hat sich gedacht, mein Freund, das, was du machst, was du kannst, kann ich auch. Da ging's einfach. Das ist GT-Sport, Freunde. Das ist okay. Das ist Lack. Austauschen. Jetzt nicht übermütig werden. Matthias Weggel gegen Sandro Conradi, gegen den Werkskollegen. Muss jetzt aufpassen. Dovracek außenrum, der sich da bemerkbar macht und zeigt. Der André. Jetzt... Nicht genau, nicht zu weit durchgehen, ansonsten läuft der AMG eventuell Thomas Gefertz Gefahr, dass er da mit debattieren kann. Ist jetzt eh schon, schaut euch diesen D-Zug an, Freunde, das ist absolut abgefahren. Absolut abgefahren, wir gucken mal kurz über den Hex. Scheiße, ist der hoch, Mann. Na, das ist ja Blady-Kamera, die will ich nicht. Bin heute wieder von der Montage aus Hannover wieder heimgekommen, auch sehr schön. Ja, alles gut. Wir sind ja zum Glück keine Stewards. Wir müssen ja hier keine... Das mache ich auch nicht. Ich will hier keine Rennsituation beurteilen. Um Gottes Wille, bin ich überhaupt nicht der Typ Mensch dafür. Stefan van Kempen vor Klaus Jäkel, Christian Lautenbach, Alexander Rötz. Ganz, ganz enges Duell. Der Vierkampf um P6. Vorne an der Spitze. Halbes Sekündchen roundabout ist Daniel Anderson gemeinsam mit Philipp Groß am Wegeilen. 3-4 Sekunden haben sie schon Vorsprung vor dem Griechen, vor Yannis Zeus auf der 3. War beschissen heiß, aber mega geil. Schöne Kombi. Whippet Racing, schöne Kombi. Oh, schön rangebremst hier. Klaus Jäckel im McLaren an den Piloten, an Stefan van Kempen. Detlef Kiep, 3 Zehntel hinter Moritz Malk. Nein, Moritz Falk und nicht Moritz Malk. Moritz, Kuss geht raus. Entschuldigung, mein Lieber. Ja, das kommt davon, wenn man halt seinen Namen umdreht. Weißt du, ich meine, wenn man erst den Nachname definiert und dann den Vorname ausschreibt. Meine Herren, was macht Peter Buchholz hier? Peter Buchholz geht weit, kann sich aber aktuell vor Michael Weber noch halten, dem Teamkollegen. Zweikampf vom P25, Michael Haaf auch nur ein halbes Sekündchen dahinter. Die grooven sich jetzt erstmal ganz locker ein, zumindest hoffe ich das. Oh, und das ist ein ganz, ganz massiver Contact gewesen zum Leidwesen des Sven Euskirchen, aber auch Konstantin Karl, der über die Wiese muss.
Karl verliert 3 Positionen. Konstantin Karl auf P38 wieder zurück on track und kann die Jagd, die Fahrt fortsetzen. Euskirchen zurückgefallen auf die 46, Justamente. Hat sich da scheinbar ein bisschen verschätzt, beziehungsweise ging sehr hart über den Körper, über den Sausage, über die Ecke. Dovracek in Problemen. Dovracek unten am Bildrand. André Dovracek. Achtung jetzt beim, genau, beim Rejoin. Oh, das sah aus wie Contact. Das sah aus wie Contact. Da der Jakob Hausinger scheinbar eventuell so ein bisschen Lackaustausch gehabt mit André Dovracek am Porsche. René Moldenhauer auf der Jagd nach P44 gegen Alex Langhorst macht sich bemerkbar. Oh, Langhorst lässt aber ganz souverän die Tür auf. Das war mehr wie eine Einladung. 30840 von Philipp Groß. Das ist noch P2, oder? Wo ist der Philipp gerade? Gelbe Flaggen für Patrick Schröter. Honda NSX kommt hier quer. Auf der 30 kann er jetzt gleich die Fahrt weiter fortsetzen. Dann ist er wieder im Live-Bild zu sehen. Patrick Schröter im Honda NSX. Christopher Schmidt P21. Vierkampf. Hinter Detlef Kepp am Start. Oh, Kepp geht weit. Ja, Philipp Groß ist noch auf der 2. Ich weiß nicht, wie lange das noch der Fall sein könnte. Daniel Anderson, der ist, wie gesagt, der ist richtig flott geworden. Was jetzt nicht heißen soll, dass ich dem Philipp Groß nicht zutrauen würde, dass er da relativ zeitnah an Daniel Anderson vorbeigehen kann. Florenz dran an P3. Murphys, grüß dich, moin. Gerd Binder auf der 11. Vor ihm ist Tobias Martini unterwegs an P10. Gehen da vorne im Kader der Top 11, der Top 11. Nahezu gleiche Pace. 31 tief, 31 Mitte. Jetzt gerade war es eine 32.112 bei Gerd Binder im letzten Lauf. Vor dem Pierre Brückner. Da ging es für Kepp vorbei an Christopher Schmidt, der den Konter ansetzt für T1. Nein, er muss dahinter verweilen. Frontschaden sehe ich doch da, ich bin doch nicht doof. Ja, wie macht die Motorhaube hier bei Christopher Schmidt, Freunde? Ganz genauso mäßig. Fritt im Winde. Moritz Falk im Hintergrund vorbei an Danny Anband. Der Wechsel um die 22 hat stattgefunden. Dreikampf gegen Michael Weber, gegen P25. Nein, da hat's geknallt. In Richtung Detlef Kepp. Ja, da gab's den leichten Treffer. Trotzdem schön gemacht von Christopher Schmidt. Komplett gewartet, komplett auf dem Anker gestanden. Signalisiert so mit dem Detlef Kepp. Sorry, mein Lieber, das war mein Fehler. Kepp 22. Michael Weber 23, dann Christopher Schmidt P24, Sandro Conradi! Ach, wenn sie da einfach die... Ja. Das gab die Doppelkontaktsituation. Matthias Weggel, Peter Buchholz mit involviert. Und natürlich auch besagter Sandro Conradi. Okay, das war ein Rage Quit. Schade. Sven Euskirchen im Zweikampf gegen Pierre Meyer. Elderly auf Abwägen. Da hat scheinbar den Lackaustausch mit Daniel Pay gegeben. Ah, das ist halt, es ist halt richtig viel Verkehr on track, ne? Also die haben richtig Stress hier, die Piloten.
Und an der Spitze immer noch Anderson auf der 1, Groß 2, Zeus 3, Florenz 4, Everts 5. Wir müssen auf jeden... Ich warte jetzt noch so circa 10 Minuten, dann werden wir mal den Wechsel machen. Also in 6,5 Minuten roundabout geht die Boxengasse auf, Freunde. Nee. Bis Wreckfest dauert noch einen Moment, Whippet Racing. Bis Wreckfest dauert noch einen Moment. Kleefeld. Lenkung aufgemacht. War da deutlich später im Anker, wie vorhin der Porsche, der Konstantin Karl. Dirk, grüß dich, moin. Du bist der Volker. Nee. Ach, du kriegst die Motten. Habe ich damals schon Tobi TV gehießen, Volker, oder habe ich damals noch Bloody Ring gehießen? Ich glaube, ich habe damals noch Bloody Rain den Namen gehabt. Ja, richtig, genau, ja. Oh Mann, ist das lange her, Volker. Hättest du jetzt nichts gesagt, hätte ich dich nicht erkannt, auf gar keinen Fall. Freunde, wir haben damals doch diese riesigen Events gehabt, diese zwei. Und ich glaube, in dem einen war das gewesen, ist der Sohn vom Volker Jarschel mitgefahren. Ja, richtig, genau, genau. Und das war... Nagel mich bitte nicht fest, Volker, aber war das Euronics? Ich glaube, ja. Genau. Ja, aus dem Rennen, meinte der Dirk. Das ist Dirk Nees, Freunde. Ja, richtig, genau, genau. Oh, das war eine coole Zeit, definitiv. Viel passiert, aber trotzdem, schön, dass du wieder da bist, Mensch. Ich hoffe, dem Junior geht's soweit gut. Klaus Jäckel, P7, hinter Van Kempen. Oh, der macht sich aber breit, der Stefan, mein lieber Gesangsverein. Rundenlang schon mit P6 am Defenden. Daniel Anning auf der 17 hat auch die doppelte Präsenz hinter sich, nämlich Remo Kipfer, der Schweizer, und dahinter André Schwarz. Der McLaren, das ist eine Backmarker-Situation, den bitte nicht als Zweikampf werte. Matthias Weckel vorbei an Thomas Giffard. Aber der E-Sport, ist der E-Sport der NACC unterwegs? Ich kenne der E-Sport nur aus der iRacing-Schiene. Habe ich auch schon ein paar Mal vor der Nase bzw. vor der Kamera gehabt. Volker, der E-Sport. Mhm, okay. Ja, weiß ich, habe ich mitbekommen. Eigentlich wollten die Kollegen von Leipert, wo ich ja normalerweise mit bei denen auf dem Auto sitze, wollten, dass ich da mitfahre. Und dann bin ich auch von diversen anderen gefragt worden, ob ich da auch mitfahre. Und das ist der Contact mit... Alter, was ein Rejoin, Mann. Puh, das war knapp. Das war richtig knapp. Also hier Michael Weber und Christopher Schmidt. Boah. Puh. Da muss man, glaube ich, beim Bierle danach mal kurz drüber schwätzen. Das war eine ganz, ganz enge Kiste. Im doppelten Formationsflug die Porsche, die mit Ach und Krach vorbeikamen an dem Michael Weber. Puh, knappe Kiste. Patrick Schröter, P31, vorbei an Daniel Hofmann. Simhanger, wunderschönen guten Abend. Vielen Dank für den Follow. Grüß dich, moin. Genau, und da wurde ich gefragt, ob ich da mitfahren will. Aber ich bin jetzt am Wochenende leider nicht im Hause. Ich bin nicht im Lande. Deswegen... passt es mir da zeitlich nicht, aber ich werde in 2 Wochen dann fahren. Salami Brot, vielen Dank für den Follow, grüß dich, moin.
Boah, was ein Schlenker von Dovracek. Habt ihr gesehen vom blauen Porsche? Ganz massiver Linienwechsel. Ja, der ist am Start. Da gab es in T1, T2, gab es ein bisschen Gerangel. Wenn ich es richtig noch im Kopf habe, ist Pirchheim da von der Strecke gedrückt worden, beziehungsweise war abseits der Strecke unterwegs, musste dann extrem viel Pace rausnehmen und deswegen ist Michael Pirchheim zurückgefallen auf P15 justamente. Der hat aber auch zusätzlichen Frontschaden davon getragen. Also wenn wir hier gucken am Auto, da seht ihr das, ne? Macht die Motorhaube, ne? Die hängt nur noch im Schnapper drin, weißt du Bescheid. Also aerodynamisch angeschlagen, das Fahrzeug pilotiert von Michael Pirchheim. Hat jetzt hier den Chris Haier hinter sich, also muss definitiv auch den Rückspiegel absolut im Blick haben. Ja, alles gut. Vollkommen legitim. Sven Euskirchen im Windschatten hinter Marcel Sauer. Der Zweikampf um die 39. Position. So, 30 Sekunden noch, dann kommt die Spotter, beziehungsweise die Crew-Chief-Mitteilung, dass die Boxengasse geöffnet wird. ...33.9 Euskirchen, 34.0 Marcel Sauer im letzten Durchgang. Elderli! Und das ist der René Moldenhauer. Alexander Kruse auch in Problemen, off-track gewesen. Da sehen wir den Fefe-Piloten. René Moldenhauer verliert zwei Positionen, das ist das Replay. Da sind wir noch drin. Das ist die Entstehung gewesen. René Moldenhauer jetzt auf der 43 zurückgefallen hinter Mario Elderli und den Alex Langhorst im Fefe. Kleefeld im Zweikampf gegen Peter Buchholz. Christopher Schmidt. Zweikampf gegen Weber. Da steckt er zurück. Supergeil. Christopher Schmidt hat ebenfalls den Frontschaden. Dahinter Florian Wilmer im AMG. Und er verabschiedet sich. Habt ihr gesehen? Michael Weber. Boxenzufahrt genutzt. Das ist eine ganz geile Ecke. Ne? Diese Boxeneinfahrt in Valencia hat es absolut in sich. Ganz klar im Regelwerk festgehalten. Die Eingangslinie sowie die Ausgangslinie darf, egal was passiert, nicht überfahren werden. Es ist prädestiniert, einfach kerzengeradeaus hier Knallgas durchzuhämmern in die Box hinein. Aber es ist offiziell verboten. Also, Pit Window now is open. Boxengasse ist ergo geöffnet. Direkt reingefahren kam Michael Wegel, der Michael Weber, Remo Kipfer sowie Mario Elderli. Zurück zu Kleefeld hinter Buchholz, hinter Peter. Vorne an der Spitze. Ganz enges Duell hier. Drei Zehntelchen Delta zwischen Anderson und Philipp Groß, dem Zweitplatzierten. Das hat der BMW jetzt gut gemacht. Das ist aber auch ein enger Korridor im Ausgang hier. Meine Herren, Ewerts ist drin. Der Jeff, der Van Van Kempen, schießt vorbei, bleibt draußen. P5, Christian Lautenbach 6 dahinter. Die beiden Vinari Racer. Klaus Jäkel 7, Alexander Rötz auf 8. Pierre Brückner auf 9, Gerd Binder jetzt auf 10. Peter Linden auf 11. Sebastian Brocker auf der 12, Michael Pirchheim auf die 13 nach vorne gekommen durch die Boxenstopp-Situation. Das ist eine absolute, sorry für den Ausdruck, aber Scheißecke, dieser schnelle Linksturn. Ihr seht, wie stellenweise weit die Kollegen da rausgetragen werden. Und es wurde ja vor Rennstart schon geschrieben, von wegen, man ist gespannt auf die DT-Schlacht, die potenzielle hier in Valencia. Ewerts hat eine SG30. Scheiße. Marius, danke für die Info. Das wollte ich jetzt nicht lesen. wo ist er denn, der Jeff? Hier. Also, Jeff Ewerts. Schauen wir nach. Hat angeblich die SG30. Was jetzt nicht heißen soll, dass wir Marius das nicht glauben. Das nicht. Da seht ihr sie. SG30. Kann sie über den neuen Tower halt leider nicht anzeigen. Das ist immer noch so ein bisschen doof. Aber ein Übel, mit dem wir zurechtkommen müssen. Lisa, wunderschönen guten Abend. Jeff macht auf den Stehsimulator.
halte durch Jung und zieh zu Ende, ich stehe auch noch. Lisa, wunderschönen guten Abend. Vielen, vielen Dank für den T1 Resub. Willkommen zurück im 29. Dankeschön. Last Supper XXL. Wunderschönen guten Abend. Vielen Dank für den Follow. Herzlich willkommen. Grüß dich. Lisa, geht's hier einigermaßen gut. Gelbe Flaggen für P9 für Alexander Rütz ist das im Porsche. Verliert zwei Positionen gegen Pierre Brückner. Jetzt auf 8. Gerd Binder auf 9. Ebenfalls vorbei. Ewerts, P22, kommt jetzt rein, um die SG30 zu clearen. Die Stop-and-Go-Penalty, 30 Seconds. Patrick Schröter vorbei an Florian Wilmer. Wechsel um die 24. Michael Pirchheim vorbei an Sebastian Brocke. Michael Pirchheim jetzt auf der 12. Ich brauche ein Bier. Dirk, mach das. Trotzdem noch einen schönen Abend gewünscht, Dirk. Bleib mir munter. Da links steht Peter Lindner. Im Kiesbett, der 88er Pfeffer, Pirchheim jetzt P11, Brocke 12, Haya auf der 13, der Chris. Klaus Jäckel kommt rein. Dann stehe ich 13 Minuten. Ach, du kriegst die Motten. Ja, Mensch. So, in der Box Brocke, Pirchheim, Jäckel. Pierre Meyer auf der 29, sieht vor sich Peter Buchholz. Kleefeld schließt sich der Schuhe an, der Nick. Rinn in den Lambo, fahren wir ein paar Meter mit. Friedrich Pfaffenroth zurückgefallen hinter Tobias Martini, hinter P37. Nee. Überhaupt nicht. Ich bin ein paar Runden damals gefahren im Kommitag, so ein bisschen zu Trainingszwecken, das war's. Michael Haaf, der Teamkollege von Nick Lehfeld, jetzt in der Boxengasse am Start. Also ich würde mal ganz vorsichtig tippen, es gibt nicht unbedingt, ich sag mal, jede zweite Ecke hier in Valencia die Überholmöglichkeit. Du musst entweder massivst auf den Fehler hoffen oder an den ein oder zwei prädestinierten Stellen da wirklich den Anker tendenziell etwas später schmeißen. Daniel Hummel vorbei an René Moldenhauer, der ist in der Boxengasse unterwegs, der René, mit der 868 als Startnummer. Da hat es kurz geknallt zwischen den beiden Lackaustausch. Pierre Meyer vorbei geschoben an Peter Buchholz. Und Nick Lehfeld kommt jetzt auch vorbei. Auch zwischen den beiden gab es den Lackaustausch. Also Meyer, Lehfeld, Buchholz, einmal Schmusi-Busi bitte. Um nicht zu sagen, die haben sich mal dezent mit Wattebäuschen beworfen. Daniel Hofmann P25, vorne dran Christian Richter P24, der geht jetzt 2-3 Positionen, 4 nach vorne durch die Boxenaufenthalte von Peter Lindner, Christopher Schmidt, Florian Wilmer und Klaus Jäckel, der war da schon drin. Wieso ist denn Klaus Jäckel nochmal in der Box? Oh, der ist einmal durchgefahren, der hat gar nicht gestanden, der Klaus Jäckel, scheinbar. Ja, wenn es da nicht ein Problem gab. Warte mal, gehen wir ganz kurz mal gucken, nicht, dass der eine Strafe hat. Ja, ich hab's geahnt. Klaus Jäckel mit der SG30, das erklärt den zweiten erneuten Boxenaufenthalt. Justamente. Scheiße. Oh, da willst du... Wenn du sowas als... Wenn dir das aus der eigenen Fahrersicht-Perspektive passiert, Freunde, da willst du aus der Haut fahren. Johannes Zeus übernimmt P3 durch die Boxensituation des Max Florenz. Van Kempen jetzt die 4. P5 für Christian Lautenbach. Philipp Groß weiterhin den führenden Daniel Anderson auf der 1 unter Druck setzend. 2 Minuten noch knapp, dann ist Halbzeit, Freunde.
Arning jetzt auf 10. André Schwarz 11, Danny Anwand auf der 12 unterwegs. Wo ist denn der Jeff mittlerweile am Fahren? Der Jeff Ewerts. Brocker auf der 22. Ich sehe vor lauter Namen schon gar keinen Namen mehr, Mensch. Wen suche ich? Jeff Ewerts suche ich. Ja, das stimmt allerdings, Holgi, ja, das stimmt. Sven Euskirchen ist jetzt in der Pits. Ah nein, der Jeff hat abgestellt. Nein, da ist Jeff Ewerts. Ach, ist das bitter. Schade. Schade, schade, schade. Hier haben wir Jürgen Hofmann im Bild. P46, auch Matthias Weggel steht an der Box. Man hat den Koffer scheinbar abgestellt. Marcel Sauer. Das könnte noch ein regulärer Stop sein. Der ist noch nicht so lange unterwegs in der Box. Moldenhauer ist auf der 44. Wolfgang Busch. Boxenstopp genutzt. Reingefahren. Konstantin Karl im Battle gegen Alexander Cruz. Und Jakob Hausinger kommt raus. Oh. Was ist denn das für eine Welle? Habt ihr das gerade gesehen? Diese Schikane. War jetzt ein bisschen blöd. Naja, nicht schlimm. Da ist diese hier Valencia, ganz bekannt, ne? Diese S-Bergauf-Sektion. Da ist auf der linken Seite eigentlich erst links vom Curb so eine Scheißwelle drin, ne? So eine Scheißbodenwelle. Das Geile ist aber, du musst im Endeffekt kontrolliert gerade da drüber, weil du kannst da sehr massiv cutten. Funktioniert immer in der Theorie, immer. In der Praxis nicht ganz. Bei der Kompression meinst du? Geringfügig, Mike. Halbzeit haben wir geschafft, 29 Minuten noch. Pierre Meyer hinter Sebastian Brocke. Schnellere ist aktuell der Audi-Pilot. Mit der Welle? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin zwar Valencia noch wirklich überhaupt gar nicht oft gefahren, definitiv nicht. Aber diese Schikane, diese Bergaufsektion hat es definitiv in sich. Da kriegst du gefühlt, das ist die Ecke gewesen. Das sah jetzt ganz smooth und tiefenentspannt aus beim Pierre Meyer. Wenn du noch einen Meter weiter links fährst, Freunde, dann bittest du nachfolgend um die 9 und nicht um die nächsten dritten, sondern um die nächsten sechsten oder sowas. Daniel Hofmann auf der rechten Seite hat sich verabschiedet in die Boxengasse hinein. Das ist Michael Pirchheimer auf P17. Oh, da gab es den Treffer. Thomas Geffert gegen Patrick Schröter. Frontschaden jetzt am AMG mit der Startnummer 85 hier beim Thomas zu sehen. Patrick Schröter, das ist der Honda NSX-Pilot. Da fehlt ein bisschen Lack auf der Rückhand des Hondas, ist aber der Heckdiffuser noch fest. Und das ist immer das Wichtigste, dass einfach der Abtrieb auf der Hinterachse noch einigermaßen gewährleistet ist. Anders ist es natürlich, wenn der Heckdiffuser da komplett locker ist und am Rumwackeln. Man kann es vielleicht auch so ein bisschen damit erklären, Whippet Racing, dass die Hove Sim Racing hier in drei Fahrerkategorien, also drei Fahrerwertungen unterwegs ist. Das soll jetzt nicht heißen, dass da jetzt blutige Anfänger mit am Steuer sitzen. Aber ich sag mal, dass, wie soll ich das ausdrücken? Der Rahmen des bewussten Fehlerpotenzials doch ein Ticken höher ist womöglich. Im Vergleich, weißt du, wie ich meine? Snacks, grüß dich, moin.
Ey, Snacks, wieso hast du kein Emoticon vor deinem Namen? Was ist denn da los? Das ist... Wie gesagt, ich bin kein Steward. Ich werde auch einen Teufel tun und werde in meinen moderierten Streams irgendwelche Situationen versuchen zu bewerten. Oder nach dem Stream, nach so einem Rennen, mir mit euch gemeinsam mit der Community Szenen angucken und darüber sprechen. Scheiße. Nein, mache ich nicht. Ich bin Moderator. Fertig. Aber es gibt... Ich will hier nichts schönreden, weißt du, wie ich meine? Aber ich möchte im Endeffekt Fahrer XYZ einfach so ein bisschen in Schutz nehmen, dass eben nicht die Community dann final hergeht und gefühlt, dumm ausgesprochen, mit dem schlappen Truff haut, weißt du, wie ich meine? Das ist das, was ich halt nicht möchte und was ich verhindern möchte, weil das ist nicht fair. Das Teilnehmerfeld ist unheimlich groß, 50 Fahrer, wenn dann hier auf dem Kurs, das kann schon richtig scheiße werden, ne? Deswegen, ich verstehe auch die eine oder andere Situation, dass Fahrer XYZ sagt, okay, komm, ich stelle jetzt ab, weil das sind für mich ich sag mal, vergeudete Punkte, beziehungsweise Punkte, die ich nicht erreichen kann und ich bin so weit hinten, macht keinen Sinn, ja? Alles gut. Und ich meine, man sieht's, also freies Fahren sieht definitiv, diese Welle, freies Fahren sieht definitiv anders aus, auch hier in Valencia, ja. Trotzdem soll das nicht heißen, dass hier nicht einfach bitte anständig gefahren wird, das ist klar. Ach, weil du mit dem Handy on bist, ah, okay, das erklärt's natürlich. Matthias, vielen, vielen Dank für deinen Prime Sub, mein Lieber, willkommen zurück im dritten, Dankeschön, Kuss geht raus. Ja, ist doch wunderbar, Snacks. Aber ansonsten geht's dir gut? Warte mal, was machst du? Ah, hock mit Freundin auf dem... Ach so, ja, okay, alles klar. So, Philipp Groß vorne auf der 1. Ergo hat sich Daniel Anderson, weil er den Pitstop gemacht hat, da etwas verabschiedet. Ist auf P6 wieder am Racen. Daniel Anderson, aber der Zweikampf um die Spitze ist erstmal für ein kleines Momentum vertagt. Radsatz draufgelassen, 5,8 Sekunden reine Standzeit bei Anderson. Ah, muss nix, muss. Chris Heyer auf der 5, die Top 5 muss noch rein. P7 mit Daniel Arning müssen wir noch begrüßen in der Boxengasse. Detlef Keep. Achtung, Boxenfenster ist nur noch etwas mehr wie 4 Minuten offen. Das heißt, innerhalb der nächsten 4 Minuten müssen wir alle verbleibenden, noch nicht Boxenstopp-bereinigten Piloten in der Pit sehen. Pierre Meyer auf 15 muss auch noch rein. Schröter 16, Kleefeld 17, Thomas Giffert auf 18. Vierkampf hinter Christopher Schmidt oder gegen Christopher Schmidt. Über den Heckflügel geblickt, wir sehen Remo Kipfer. Auf der 23 direkt dahinter, der Werkskollege Peter Linden auf 24 und verfolgt alle samt von Tobias Martini. Ja, guck, leicht die Autos, wenn die so leicht einwippen, da ist alles cool. Wenn du vorher noch klar sprechen konntest, kommst du über die Welle und gehst mal richtig in die Kompression und du hörst dann nur noch Scheiße, ich schreie, da weißt du Bescheid. Hofmann hinter Jäckel. Hausinger ist auch nicht so weit weg, der Jakob dahinter im M4. Pierre Meyer beim Stop jetzt drin, Thomas Giffert ist drin. Was ist mit Pirchheim passiert? Der ist doch noch am Fahren hier auf P12, ist doch alles gut. Ach, du meinst die Startsituation wahrscheinlich, Craig Mike, ne? Zeus ist drin. Johannes Zeus, so rum. So wie Gerd Binder, der gelbe Fefe-Pilot. Okay, alles klar. Okay. Aber Freunde, schaut euch mal bitte das Delta an zwischen P1 und P2. Klar, es hat sich der Daniel Anderson rausgenommen durch den doch etwas früheren Boxenstopp wie die Konkurrenz. Aber 28,4 Sekunden ist eine geile Nummer. Lass mich mal ganz kurz hochrechnen. Wir haben P1, P2, 28,5. 3, 4, 3, 5 von mir aus, um es leichter zu rechnen, haben wir zwischen 2 und 3. 4,5 dann zwischen 3 und P4. Die brauchen irgendwas um die 29 Sekunden
Von Boxeneingangslinie bis Boxenausgangslinie. Machen wir mal over the top. 6 Sekunden steht er, um nachzutanken. Oh, jetzt ist Philipp Groß drin. Jetzt ist er drin. So, Philipp Groß, da ist er. Da ist der Fortune Hunter Racing Lambo zu sehen. Wo ist Alexander Rütz? Was macht Rütz? Vorbei? Ja, nein, vielleicht. Oder geht er auch rein? Oh, cool. Ich hab vor Rennstart habe ich Eis geholt, Freunde. Ich hab vielleicht, wenn's hochkommt, 5... Nein, nicht Teelöffel. Doch, Teelöffel. Nicht Esslöffel. Teelöffel. Bis dahin rausgeschluckt. Das sah ein bisschen komisch aus, Herr Alexander Rütz. Philipp Groß kommt raus, der bleibt auf 1. Philipp Groß bleibt... Scheiße, da ist Anderson auf der Mitte. Anderson geht vorbei. Daniel Anderson übernimmt wieder P1. Philipp Groß muss erst wieder richtig durchpinnen. Ist jetzt auf der 2. Oh Freunde, das gibt noch einen Zweikampf bis Rennende. Bisschen mehr wie 20 Minuten haben wir noch. Pit Window ist gleich zu. Die Boxengasse, Max Florenz auf 3. Johannes Zeus auf 4. Was waren daran? Gerade gelbe Flagge. Streckenposten habt ihr einen gesoffen. Zeus auf 4, Gerd Binder 5, Christian Lautenbach B6, Van Kempten dahinter auf der 7, Michael Pierscheim auf der 8, Van Kempten geht hier vorbei. Ah, Christian Lautenbach kam da schon vorbei, das war eine Überrundungssituation gegen den Fortune Hunter Racing Lambo, gegen einen davon. Ich glaube, es war Michael Haaf, wenn ich ihn richtig erkannt habe. Michael Pierscheim 8, Sebastian Brocke 9, Pierre Brückner auf 10, Chris Haie auf 11, Alexander Rütz auf P12 jetzt unterwegs. Daniel Arning auf 13, Detlef Kep 14, verfolgt von André Schwarz auf P15. 34.007, die letzte Rundenzeit von Detlef Kep können wir nicht werten, das war eine Outlap. Boxengasse ist geschlossen. Michael Haaf P16, Moritz Falk 17, Christopher Schmidt dahinter 18, 19, Remo Kipfer und Tobias Martini. Also, das Getränk im Schweizer Kader ist noch am Stissel hier gegen Moritz Falk. Christian Richter P25 vorbei, scheinbar an Patrick Schröter im Hintergrund. Ein paar Meter mitgefahren on board bei Tobias Martini. Matthias, wie hast du bitte schon 3 Monate vollgekriegt? Es kommt mir vor, als hätte ich mich vor 14 Tagen erst umgeschrieben gehabt. Hey. Aber nochmal vielen Dank. Ich grüße dich, moin. Oh, ich müsste jetzt lügen, ehrlich gesagt, Chrissy. So lange bin ich bei Hovesim Racing noch gar nicht dabei, als dass ich dir aus dem Kopf sagen könnte, wer jetzt bei der GSE unterwegs ist. Aber ich glaube, 2 oder 3 Fahrer waren es. Da hat es gescheppert. Zwischen Konstantin Karl und dem Florian Wilmer. Ja, auch hier wieder ein kleines Missverständnis, minimal verschätzt aus Sicht des Florian Wilmer. Schöner Move. Erwartet hier, signalisiert dem Porsche-Piloten. Sorry, das war nicht so gewollt. Etwas zu spät im Anker gestanden. Alexander Rütz erneut in der Box unterwegs. Oh, da hat keine Bildzeitung mehr dazwischen gepasst. Zwischen den Porsche Konstantin Karl am Steuer. Daniel Hofmann im Pfeffer, jetzt in der glücklichen Situation, dass er den Zweikampf führen darf, kann gegen Konstantin Karl, Klaus Jäkel P26. Alexander Rütz ist wieder draußen, das könnte eine SG30 gewesen sein. Nein. Doch. Penalty. Cleared, Stop and Go Penalty. Aufgehoben. Lab 27, das ist richtig, 27. Die Startnummer 42. Okay, also die Software, das Programm hat es notiert, hat es aufgeschrieben. Da vorne ist Doppelgelb. Moritz Falk und Remo Kipfer. Oh. Oh. Ey, wieso fährt ein Remo ebenfalls voll durchs Kiesbett und voll über die Wiesen?
Nur weil der Moritz da selber über den Krimi... Was? Naja, okay. Ja, manchmal ist halt sowas ablenken, ne? Also manchmal guckst du da aus der Fahrerperspektive halt hin, denkst dir auch, ja komm, ich möchte mal eine Runde Gesellschaft leisten, damit er nicht so allein ist. Das ist doch mal eine coole Nummer, Chrissy. Das finde ich gut. Sehr schön. Dann lass uns gucken. Pierre Brückner. Habe ich, ja. Ich sehe vor lauter Namen schon wieder gar nichts. Hier ist Daniel Arning im Bild. Das ist P12. Chrissy. Und dann brauchst du noch Pierre Brückner. Ich glaube, der ist ein bisschen weiter hinten unterwegs. Hier ist Alex Langhorst, P32. Vorbei an Thomas Schäfert am AMG-Piloten. Ja, genau. Über die Wiese. Wo der Grip so grenzlos scheiße ist. Sag mal, wo ist denn der Brückner? Echt? War der direkt davor? Ich hasse es, wenn du recht hast. Ja, hast recht. Also hier, Pierre Brückner im Bild auf der 11. Also 11 und 12 aktuell, Chrissy. André Schwarz gegen Detlef Kiep. Schnellere Pace. 2 Zehntel Roundabout bei André Schwarz. Im schwarz-gelben AMG. Startet jetzt auch für T1 in Angriff. Geht er vorbei. Ganz sauber an Detlef Kiep. Dankeschön, Sleep Angel. Peter Lindner. 4 Zehntel hinter Tobias Martini. Auch da können wir den Rundenvergleich ziehen. 33,2 Martini. 32,9 Peter Lindner im Pfeffer. Und die letzte Viertelstunde. Moritz Falk erneut den D-Zug hinter sich. Danny Anwand, Nick Kleefeld, Pierre Meyer. Auch das sind definitiv keine Nasenbohrer, die wissen, wie es funktioniert. Bei Michael Weber scheint es Probleme gegeben zu haben. Peter Buchholz übernimmt P35, ist vorbei, aber auch Daniel Hummel, die 34. Position. Weiße Flaggen für Daniel Hofmann. Ja, viel zu weit draußen hier. Schade. Ah, eventuell gab es noch einen leichten Kontakt mit Konstantin Karl. Würde auf der linken Seite im Tower das Ausrufezeichen erklären hinter seinem Namen. Probiert es hier den Konzer gegen Hausinger. Jakob Hausinger kann sich aber durchsetzen gegen Konstantin Karl. Da gab es ein bisschen Lackaustausch gegen den Fefe, pilotiert von Alex Langhorst. In dem Fall war das Gerd Binder, so. Ah, Philipp Groß. 1,5 Sekunden hat er gehabt. Hinter Daniel Anderson. Ist jetzt aber dran, Freunde. 13,5 Minuten noch. Jeff Kämme, grüß dich, moin. Meinst du? Trotz Frontschaden. Christopher Schmidt kann sich trotz Frontschaden halten vor Tobias Martini. Musste abstellen. Das klingt so ein bisschen wie Ausfall Peripherie, Jeff. Das ist eine Scheiße. Da habe ich das Mikrofon nicht rechtzeitig erwischt, den Knopf. Entschuldigung, ich habe gerade voll ins Mikrofon rein niesen müssen. Es tut mir leid. Meine Herren, das ist mir auch noch nicht passiert. Ja, das kennt er wahrscheinlich, ne? Das kennt er wahrscheinlich. Da greifst du zur Maus, denkst, nein, du musst jetzt schneller sein, wieder rum, Nicke. Gehst mit der Maus, ich war extra mit der Maus über dem scheiß Mute-Knopf. Und dann kam der Nieser schneller, wie ich Rummenigge rückwärts buchstabieren konnte. Und was habe ich
Beim Niesen habe ich drauf gedrückt und habe erstmal komplett was ganz anderes erwischt. Scheiße. Klar, Maus verrissen halt, ne? Okay, Thema wechseln. Danke. Nee, ich werde nicht langsam, ich werde langsam alt. Mike, das ist mein Hauptproblem. Schmerzen hat heute Morgen eine OP. Ach scheiße, Jeff, gute Besserung auf jeden Fall. Max Florenz, gelbe Flaggen. Ich werde nächstes Jahr... Ich habe nächstes Jahr die 4 vorne stehen. Volker. Ich weiß, ich klinge zwar immer noch wie 12, aber das ist leider nicht mehr wahr. Ja. Lange auf der Welt, ja, so kann man es auch definieren. Ja. Wobei, das ist umgänglicher. Ja, hey Crisco, grüß dich, moin. Ja, alles gut, alles gut. Weißt du, im Regelfall ist es hier immer so, man ist so alt, wie man sich fühlt, ne? Nö, es hat ja keiner gesagt, dass es schlimm ist, Sleep Angel. Das nicht. Schönes Ding. Schönes Ding. Da war die Tür aber auch offen gerade aus Sicht des Porsche, des Konstantin Karl, für den Daniel Hofmann. Ja, böse Zungen oder allgemeine Zungen, Holgi, würden behaupten, der Baujahr 84 ist das beste Baujahr, ne? Aber das sagt jeder von seinem Baujahr, sind wir realistisch. Chris Crow, wie geht's dir? Zocken geht immer, ja, das stimmt. Zocken geht immer. Freut mich. Ah, ich bin froh, dass morgen Freitag ist. Sag ich euch ganz ehrlich. So eine Scheiße. Die letzten zwei Wochen absolut scheiße bei mir. Aber richtig scheiße. Daniel Pay fährt 34,7, Wolfgang Busch dahinter eine 34,8. Driving Empire Official, vielen, vielen Dank für den Follow, einen wunderschönen guten Abend. Ich muss vor, wo muss denn hin? Peter Buchholz, 14. hinter Alex Langhorst. Peter Lindner hinter Tobias Martini. Auf die 1. Ja, wunderbar, Attacke. Philipp Groß. Bleibt im Windschatten dran. Am Leader, Daniel Andersen. Ah, ich glaube, Track Mike jedes Zeitalter hat so seine Höhen und Tiefen gehabt. Wo man gerne zurückblickt. Erneut die gelben Flaggen draußen für Max Florenz, aber das war die gleiche Stelle, Freunde. Ich weiß gar nicht, ob es hier irgendwelche Bugs gibt, womöglich auf Valencia. Ich weiß es gar nicht. Was ist denn die... Ich muss blöd fragen, weil was ist denn die Definition von besonderem Driving Empire? Meinst du jetzt beispielsweise einen Real-Life-Rennfahrer oder wie? Also wir haben auf jeden Fall den ein oder anderen bekannteren Piloten mit dabei oder das ein oder andere bekanntere Team mit dabei hier in ACC. Wie beispielsweise hier gerade im Bild einer der Fahrer für Vinari Racing. Aber ansonsten, Real-Life-Fahrer, muss ich dich leider enttäuschen. Mach keinen Scheiß. Scheiße, hast recht. Geh mal gucken. Oh, da ist er schon gewesen, der Führungswechsel. Aber ihr seht, Philipp Groß ist vorbei an Daniel Andersen.
Und das circa 7,5 Minuten vor Rennende. Und jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt, ob Philipp Groß wegfahren kann. Oder ob er sich eventuell gleich dem Konterformat, 2 Sekunden noch, dann sind wir wieder im Live-Bild, dem Konterformat stellen muss, das Daniel Anderson. Huch, wieso hat der... Was? Wieso hat der Hausverbot? Hä? Mach keinen Scheiß. Kann ich mitbekommen. Okay. Jetzt zu langsam, genau, richtig, ja. Also aktuell kann sich Philipp Groß etwas absetzen von Daniel Anderson. Schön gemacht vom Honda NSX. Kipfer im Zweikampf hinter Lindner. Martini hinter Christopher Schmidt. Ja, der zeigt sich da mal kurz. Knappe 6 Minuten noch. Habe ich nicht mitbekommen, Holgi. Ich habe die letzten 4-5 Wochen waren bei mir absolut Katastrophe, Holgi. Wie gesagt, ich habe gar nichts mitbekommen. Ich weiß gar nichts. Also ihr könnt mir jetzt alles Mögliche erzählen. Ich würde es alles im ersten Moment glauben. Das muss doch ein Bug sein hier bei Max Florenz. Dass jedes Mal an der Stelle da die gelben Flaggen ausgelöst werden. Kipfer, Kipfer, Kipfer. Vorbei an Peter Lindner. Habt ihr gesehen? Der Pfeffi ging sehr, sehr weit. Da ist doch ein Frontschaden, oder? Nein, das ist die Livery. Die sieht nur so aus. Ah, leichter Hinterachsenrutscher bei Peter Lindner im Auto. Ja, in aller Ruhe, Holgi. Mach das, ja. Lassen es wieder dran. Was ist das Scheiße aus? Ist das der Evo McLaren? Ja, ja, ja. Der hat die 2er Flaps vorne. Das ist der Evo McLaren. Okay, das ist die Kurzform Selfie. Ja, okay, danke. Schau ich mir in Ruhe an, Holgi. Danke dir. Kipfer 18, Lindner 19. Kleefeld eine halbe Sekunde hinter P20, hinter Danny Anband. Da sah ich auch mal ganz dezent, da ist der Drops auch noch nicht gelutscht. Ah, der ist aber schon ordentlich am Rühren hier, ne? Also lassen wir mal bloß den Ruhe. Bessere Exit vom Lambo. 31,7 bei Groß, 31,632 bei Anderson im letzten Durchgang. Beide. Maximal noch 2 Runden. Dann ist das Thema durch. Nee. Je kleiner die Zahl, desto direkter. Ergo, desto schneller. Ergo, desto sensibler musst du aufpassen auf deine Reifen. Oder desto... Genau. Je kleiner die Zahl, desto direkter. Je größer die Zahl, desto
ja, ich sag mal, desto smoother ist das ganze Thema. Also das, je größer die Zahl, desto mehr musst du einlenken. Für den gleichen, für die gleiche Rotation im Auto. Schönes Ding, Mensch. Ja, richtig. Allerdings kriegen wir heute Abend die Fahrer des Silver Class. Also sprich die mit der grauen Startnummer. Die, das Podium kriegen wir zu Gast heute. Wir wechseln immer so ein bisschen durch, ne? Dass das nicht so eintönig womöglich wird. Oder beziehungsweise, weil wir haben ja in Summe haben wir drei Podien. Wenn ich drei Podien mache, also sprich neun Fahrer, wäre der Mitchell Molly noch dabei. Wisst ihr, wie ich meine? Nein, definitiv. Je kleiner die Zahl, desto direkter. Je größer die Zahl, desto indirekter, desto mehr musst du lenken. Entschuldigung, aktuell wären es Pierre Brückner, Daniel Erning und der Braschnehadrem Detlef Keb. Genau, das wäre aktuell das Podium vom von der Silver Class. Ja, wie gesagt, man muss so ein bisschen gucken, man muss ein Gefühl dafür kriegen, wie sehr hast du dann die Abnutzung auf der Räder, ne? Die letzten paar Meter, Freunde, die letzten paar Meter. Das sieht nach einem Sieg aus für Philipp Groß. Und das ist der Sieg. Fortune Hunter Racing. Philipp Groß gewinnt vor Daniel Anderson in Valencia. Zweiter Durchgang der Hovesim Racing. Glückwunsch. Glückwunsch. Ja, richtig. Haben wir schon wieder Glühwein. Weihnachten. Glückwunsch an Philipp Groß. Daniel Anderson P2. Max Florenz wird justamente P3 nach Hause fahren. Für Venari Racing müsste das sein. Glückwunsch zu P3 an den Max. So, Podium für die Silver Class. Das ist Pierre Brückner. Wieso DSQ? Für die 710? Oh, okay, das ist Michael Weber, Freunde. Die 710 ist disqualifiziert. Schröter hat 30 Sekunden. Michael Weber, hier. DSQ für Michael Weber. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Krass. So, hier P11. Glückwunsch zum Sieg an Pierre Brückner. Daniel Arning kommt jetzt über die Linie. Glückwunsch P2. Gesamtposition 12. Bei Brückner war es P11. Und dann haben wir Detlef Keb. Der kommt hier justamente über die Linie. Jawohl. Glückwunsch zu P3. Und Gesamtposition Nummer 14. Der Sieger in der Klasse Bronze ist Christian Richter, ebenfalls Fortune Hunter Racing. Glückwunsch zu P1. P2 ist P28, das ist Alexander Rütz. Und P3 Jakob Hausinger. Also, dann haben wir so alle drei aber gesehen, zumindest der jeweiligen Kategorie. Und dürfen, wie gesagt, gleich dann, wenn sie möchten, das ist freiwillig. Einer wird hier gezwungen. Pierre Brückner, P1. Könnt ihr mir das ganz kurz mitschreiben, bitte, Mods? Oder der Michael, der Matthias schickt es mir per Discord, das wäre natürlich noch cooler. Pierre Brückner P1, Daniel Arning P2 und Detlef Keb an P3. So, pass auf, dann machen wir mal ganz kurz hier den Wechselamente, dass wir die Highlights laden können. Schönes Ding. 19 Grad sind wir gestartet. Aktuell am Ende hatten wir gehabt 23 Grad. Also tiefenentspannt, hätte ich gesagt. Highlights, wo sind sie? Da sind sie. Na.
Das wollte ich haben. So, dann lassen wir uns ein bisschen berieseln durch die Highlights. Brückner, Arning, Keep. Dankeschön, liebe Angel, dankeschön. Genau. So, ja, also im Voice bin ich schon mal drin, das ist nichts Problem. Achso, das wird aber noch einen kleinen Moment dauern, Freunde, weil die müssen, glaube ich, eine verpflichtende In-Lab fahren, wieder zurück in die Box. Ja, war doch auf jeden Fall ein richtig, richtig actionreiches Rennen. Also wenig Pause habe ich, oder ich sag mal, viel Pause habe ich nicht gehabt im Klassischen, ne? Uni, moin, grüß dich. War geringfügig. Kleiner Kampfzwerg, ich verstehe die Frage nicht. Was machen die denn da oben? Auch nicht schlecht. Ja, pass auf, dann machen wir jetzt hier Folgendes. Dann nehmen wir alle drei mit. Ja, richtig, genau. Das sind die Sponsoren und die Partner von der Liga. Ja, das ist richtig, Buni, das ist korrekt. So, pass auf, wir machen das Triple. Wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen, grüße euch. In der korrekten Reihenfolge Pierre Brückner P1, P2 für... Scheiße, geh weg, Fenster. Entschuldigung. P2 für Daniel Arning und P3 für Detlef Keep. Heißt also, der Detlef Keep hat das Wort. Einen wunderschönen guten Abend und nochmal richtig, richtig mega GG. Ganz, ganz tolles Ergebnis. P11, P12 und P14 in der Gesamtwertung habt ihr da erreicht. Detlef, wie war es gewesen? Ich glaube, ihr habt so ein bisschen Stress gehabt, oder? Das war naja, so ein bisschen Knüll. Der Quali habe ich schon ein bisschen verkackt, wie immer. Da kriege ich irgendwie, bekomme ich zumindest nicht hin. Aber von 28 auf 14 vor, mit dem Rennunfall am Anfang, was ich natürlich schade finde, auch als Rego, passiert trotzdem immer wieder, muss man mal gucken, woran das halt liegt, bin ich hochzufrieden. Hast du nicht auch? Nee, du hast keinen Frontschaden gehabt, wenn ich es richtig im Kopf hatte. Ich hatte Schaden, aber den habe ich nie repariert und auch keine Reifen gewechselt. Okay. Na, bin gut zurechtgekommen. Macht der Porsche gut, muss ich sagen. Also für die erste Saison bis jetzt, das zweite Rennen. Will mich mal nicht beschweren. Ja. Nee, bin zufrieden. Ja, das ist die Hauptsache. Ich sag mal, es ist aber auch relativ schwierig. Valencia, wie lange hast du trainiert für Valencia? Valencia ist ja auch für dich wahrscheinlich ein relativ neuer Kurs gewesen. Ja, die habe ich jetzt ein bisschen gesuchtet die letzten Tage, aber bremse mich dort ein, einfach aus dem Grund, damit der Frust nicht so groß ist, wenn doch ein Unfall entsteht, dass man dann, man ärgert sich trotzdem, aber es ist aus der Erfahrung her dann die ganze schlimm. Man beruhigt sich einfach etwas schneller. Deswegen halte ich mein Training eigentlich ein bisschen in Grenzen. Okay. Auch trotzdem, P3 in der Klasse, P14 overall bei 48 Teilnehmer. Oder lass mich kurz runterscrollen. Ins Ziel gefahren waren es, glaube ich, irgendwie 45 oder 46 oder so. Also, das ist schon stattliche Leistung, definitiv. Ja, ne. Schönes Ding. Glückwunsch an dich, Freunde, das war Detlef Keep. Glückwunsch P3. P2 für Daniel Arning. Daniel, von deiner Seite aus irgendwas Nennenswertes zur Verteidigung zu sagen? Pass auf, der ist gar nicht. Daniel? Ja, tatsächlich muss ich sagen, sehr hart verteidigt zwischendurch. Gegen den Kipfer, aber trotzdem fair. Okay. Ja, Qualifying, so wie der Detlef, hat bei mir überhaupt nicht funktioniert. Und dann, ich weiß nicht, ob das mit dem Setup-Laden falsch gelaufen ist. Ich bin komplett mit falschen Drücken das ganze Rennen gefahren. War nur am Rutschen. Ey, war aber auch scheiße kalt, ne? Also das muss man dazu sagen. Ja, ich bin mit 25,5 bin ich die meiste Zeit gefahren auf den anderen Drücken. Und dann habe ich gehofft, dass das Rennen immer wärmer wird, die Strecke auch, die Temperatur. Und dann hat es sich ein bisschen gefangen. Mhm. Aber sonst, ja, zufrieden auf jeden Fall, obwohl die Pace nicht so da war. Warum auch immer ich da vorne bin.
Aber das nimmt man natürlich mit. Ich wollte gerade sagen, also wenn man sich's nicht erklären kann, lass mich ganz kurz danke sagen. Pitle mit der wunderschönen Abend, vielen, vielen Dank für dein T1-Resub. Willkommen zurück im 22. Dankeschön, Kuss geht raus, mein Lieber. Wenn man sowas natürlich mehr oder weniger zugespielt bekommt, ja, oder sich, sag mal, relativ unbeeindruckt oder unbefangen da in so ein Rennen reingeht und dann sowas eine Leistung hat, also klar, sowas nimmt man natürlich mit. Ja, definitiv. Also zweite Rennen, zweite Treppchen, also auch wenn die Pace nicht da war, beschweren kann ich mich nicht. Das passt schon. Sehr schön. Glückwunsch an dich, an den Daniel Arning zu P12. Gesamt zu P2 in der Klasse. Ich muss ganz kurz mal rüber gucken hier. Daniel, du warst auf Nürburgring, hast du das Thema gewonnen. Aber mit Florian Wilmer müsstest du nicht tauschen. Also das heißt, du müsstest rein theoretisch die P1 in der Klasse in der Wertung noch halten können. Das sollte gehen. Ja, sehr schön. Pierre, wie lief's bei dir gewesen? Ihr seid ja die Teamkollegen, ne? Hat man so ein bisschen, wart ihr zusammen mit Voice? Habt ihr euch so ein bisschen pushen können oder zumindest versucht? Oder war das so das Thema, ne, jeder für sich und Attacke? Ein Blick nach vorne nämlich nur. Ja, ich habe Daniel halt ein bisschen unterstützt, halt, weil ich vorangefahren bin. Das haben wir auch schon beim Nürburgring so gemacht. Wenn irgendwas vor mir passiert ist, habe ich ihnen halt Bescheid gegeben und so weiter und so fort. Und ja, ansonsten unterhält man sich ein bisschen Spaß nebenbei. Vor allen Dingen, wenn es jetzt zum Ende hin sehr ruhig gelaufen ist, kann man auch mal ganz gemütlich quatschen. Da habe ich nie Zeit für gehabt. Da habe ich nie Zeit für gehabt. Also entweder hat die Blase gedrückt oder weiß ich nicht, irgendwas anders war gewesen, aber zum lockeren Unterhalten, vergiss es. Kann ich, vor allem auf Valencia, Digga. Nee, bloß nicht. Ja, sehr schön. Wie ist die Strecke für dich, Pia, zum Abschluss vielleicht? Sagst du Valencia? Ein Glück ist den Bums hier eingetütet, mach einen Haken dran, nie wieder. Nö, also Grüße, Training konnte ich nicht so viel durch Nachtschichten arbeiten und so weiter und so fort. Und hast du auch schon mehr geschlafen als trainiert. ansonsten, seit Anfang an war es eigentlich irgendwo, ist das meine Lieblingsstrecke geworden, ganz ehrlich. Echt? Ja. Oh, boah, krass. Ja, ich finde die auch nicht schlecht. Also, wenn man die dann ein paar Mal gefahren hat. Stimmt das euch denn nicht? Echt? Die Track-Limits sind doch wohl der Horror. Ja, da kann man sich aber gut einstellen, weil das so viele sind das gar nicht, wenn man weiß, wo sie sind. So viele sind das gar nicht. Es sind nur irgendwie 12 pro Runde. Es sind schon viele, aber ich sag mal, die gefährlichsten, ja, wo man schnell halt mal die Strecke verliert. Naja, es ist, ja. Wie gesagt, die Geschmäcker sind ja verschieden. Also kann ja niemand einem vorschreiben, welche Strecke ihr jetzt zu mögen hat und welche nicht. Aber trotzdem, schöne Nummer. Glückwunsch ans Podium an euch, an P1, Pierre Brückner, P2, Daniel Anning und P3, Detlef Keep. Ich wünsche euch allen drei einen wundervollen Abend. Vielen, vielen Dank, dass ihr bei uns wart. Genießt. Ich will noch was sagen. Bitte. Ich bedanke mich im Namen von Hove und den Fahrern und an den Zuschauern, die hier dran teilnehmen, an deinem Stream, den ihr klasse macht. Dankeschön. Freut. Geht mir ab wie ein Bach ins Gesicht, ey. Wenn ich jetzt die Facecam meine, wird man sehen, ich würde rot werden. Nee, Spaß beiseite. So schlimm ist es dann doch nicht. Sehr schön. Freunde, genießt die Eistonne im Nachgang. Genießt das kühle Blonde auch im Namen von meinerseits. Und habt morgen einen lockeren, entspannten Freitag. Kommt danach gut ins Wochenende. Wir hören und sehen uns alle spätestens dann in 14 Tagen. Danke euch. So machen wir das. Bis denn. Danke. Ciao. Micha, du riechst, geh duschen. Ja, wunderbar. Ja, jetzt wissen wir Bescheid, oder? Das war das Wort, das abschließende Wort zum Abend. Susi, vielen, vielen Dank noch für deinen Primary Sub. Willkommen zurück im 40. Monat. Dankeschön. 40 Monate, ja. 40 Monate? Susi, was sind das denn Jahre? Warte mal. Ja, geh mal steil auf die 4, ne? Hätte ich gesagt. Meine Fresse, wie die Zeit rennt, ey. Ja, sehr schön. Freunde, wir sind am Ende angekommen. Schön, dich wieder getroffen zu haben. Bin ja Schicht-Uli. Ah, du meinst Schichtdienstler, okay. Oft nicht zum Stream da, wenn es passt, gerne wieder. Alles gut, ganz tiefenentspannt, wenn es dann am Wochenende mal der Fall ist und sowas. Ich freue mich auch, dass ich dich da wieder angetroffen habe. Lieben, lieben Dank dafür. Und wie gesagt, ganz tiefenentspannt. Wenn es passt, weißt du, wo du uns findest oder wo du mich findest. Insofern alles, alles Gute und toi, toi, toi. Schönes Wochenende gewünscht auf jeden Fall. Freunde, wir sind morgen, wie gesagt, nicht am Start. Ich werde morgen Mittag schon direkt nach der Arbeit, werde ich schon losfahren, ins Wochenende rein, beziehungsweise zu meinem Junior hin. Ich komme dann irgendwann am Sonntagabend wieder retour. Ob wir am Sonntagabend was Spontanes machen, weiß ich jetzt nicht. Lasst euch überraschen, beziehungsweise
Wenn ja, cool. Wenn nicht, nicht böse sein. Wir sehen uns nächste Woche Freitag eventuell wieder zum Community-Tag. Aber ich denke, wir werden nächste Woche auf jeden Fall unter der Woche abends ein bisschen was Spontanes machen. Vielleicht machen wir am Dienstag oder Mittwochabend so ein bisschen Kommi-Abends gemeinsam, dass wir gemeinsam ein bisschen über den Parcours scheppern. Irgendwas in der Form. Und dann kriegen wir das schon gewuppt. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank. Cemkas, danke dir, mein Lieber. Wunderschönen guten Abend noch. Wir hören und sehen uns auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, wenn ihr bei uns auf Discord joinen wollt, weil ihr mich direkt anschreiben wollt, überhaupt kein Thema, Ausrufezeichen Discord hier in den Chat hinein. Ansonsten vielen, vielen Dank für die ganzen Follower, für die ganzen Subs, die Resubs, die Gifted Subs. Vielen, vielen Dank.